Ja, die haben es gell, wir sind auf Filme gegangen, im Franzosenloch, oder? Und ich habe dann eigentlich schon probiert, weißt du, das so ein bisschen zu zeigen, die Steile, die es eingeht dort. Aber irgendwie mit dem Video drückt es. Man hätte fast müssen eingehen und dann vielleicht auch einen Stecker herzustellen. Ja, gerade. Dann geht's dort. Ja, ja, genau. Es drückt einfach Gott vergessen. Man sieht in dem Bild, das wir jetzt so hinten dran sehen, hinter dem Tebes, siehst du die Steile nicht. Aber es geht dort wirklich. Zuerst geht es vielleicht einen Meter, zwei Führer, gell? Nach der Leitplank, danach geht es patsch und zünftig daran. Und eben von dem Franzosenloch hast du einen Haufen Mal gehört. Und du hast jetzt eben noch etwas aufgeschrieben, oder? Mhm. Ja, was kannst du uns so erzählen über das Franzosenloch? Ja, also das Franzosenloch ist ja am Grabser Bergium, ob der Maastricht Zock, auf 760 Meter über dem Meer. Und das Doppel, eben wie gesagt, ist, fällt halt sehr, sehr steil durchab. Richtung Impetschilz, da bist du eine Streuriet, und wo dann ziemlich hinten dran ist. Und das Dobel hat den Namen Franzosenloch, und das weiss man nicht warum. Es sind dann, ja, weil nichts belegt ist, schriftlich. Aber es sind dann halt ein bisschen Legenden entstanden. Man hat da ein Franzosen waren, oder zwei, oder noch mehr, und wissen tut man es nicht, aber es könnte natürlich sein, dass aus der Zeit kommt, oder vermutlich kommt es aus der Zeit, wo Franzosen da waren, mit der Armee, also nach der quasi Befreiung, sind sie ja dann da und haben dann einigermaßen gewütet, haben natürlich einfach die Ware gestohlen, die Bauern, Fee aus dem Stall und der Schinken aus dem Chemie. Und dann hat es ja gegeben, teilweise sind sie, also nicht dort um, aber sonst ist es ja belegt zum Teil, als sie dann eben handgreiflich geworden sind. Und das könnte natürlich sein, wie man jetzt dann eben nachher erzählt hat, sie haben Esswaren verlangt und Bauern, zwei oder drei haben sich gewehrt. Und haben dann eben ein oder zwei oder in das Doble eingeläutert. Ja. Es könnte also gut sein, aus der Zeit vom Jahr 1800, nach 1800, wo sie, ja, da hat es noch andere Armeen da, Kone, da die Kaiserlichen. Und die Franzosen haben halt auch belagert. Und dann ist dann eben geschwind mal fertig gewesen mit dem Freudentaumel von der Befreiung. Ja, genau. Und nachher haben sie... Weißt du, warum sind denn die? Sind die auf der Wanderung, auf einer Durchwanderung gewesen? Oder warum sind sie daher gekommen? Weißt du, Seb? Wer? Die Franzosen? Nein, die haben ja eigentlich eben... Das Werdenberg gibt es zum Beispiel. Haben sie ja befreit von der Landvögel. Ja, genau. Und dann nachher haben sie da die kaiserlichen... Sie haben ja dann dort draussen ja Kämpfe gehabt, also Schlachten mit den Kaiserlichen. Und dann sind einmal sind die selber da und haben belegt alles. Und dann hat es wieder gewechselt, dann sind wieder die Franzosen gewesen. Und die sind natürlich auch da unten gewesen, bei den Häusern und bei den Ställen. Ein Teil der Franzosen ist sogar von Toggenburg hergekommen. Und dann mein Grossvater hat dann gesagt, die Alten haben erzählt, Frauen sehen in den Schüssen in denen entgegen. Vor Freude eben. Und sie haben doch dann noch den Freiheitsbaum aufgestellt. Und wenn die einen gekommen sind, haben sie die müssen schleunig stummt da wieder. Also so war wirklich ein rechter Wirrwarr gewesen. Und die Bevölkerung hat natürlich gelitten. Ja. Und halt dann auch, meine, wenn sie die haben das Essen auch gebraucht, was sie hatten. Die Menschen haben dann die Mann, die Bauern, die Franzosen, das Loch eingeworfen, weil sie Angst haben, die Frauen laufen mit den Schossen an Frödiger entgegen. Nein, das war dann schon vorbei gewesen. Ja. Aber Angst haben sie eben, ja, weil sie haben wollen plündern. Ja. Und darum eben, finde ich, könnte es gut sein, dass es von der Zeit kommt. Aber es ist nicht beliebt.
Was ist denn denen passiert? Das sind ja natürlich ein Haufen Meter, das sind ja 40, 50 Meter locker, oder? Ja, ja. Eben. Ja, die eben haben wahrscheinlich kaum überlebt oder einmal sicher verletzt. Dort geht es recht an. Ja, ja, ja. Und sonst zu dem Franzosenloch, was ich weiss, wenn ich nochmal denke, ist es einfach ein Krustloch gewesen. Genau, ja. Da hat man gebraucht, um... Ah, man hat ja nicht so viel fortgeworfen wie heute. Plastik hat es nicht gegeben und kein Papier und hat man fortgeworfen, nichts. Aber einfach hier und da mal hat es einen Abfall gegeben, wo man dann ins Franzosenloch ist mit, bevor es die Abfuhr gegeben hat. Ja, dann ist es noch... Und dort ist es eben raus, wo er hingeht. Ja. Das ist schon noch von dort her. Dort ist die Ware natürlich ab. Wenn du dort hingeworfen hast. Jetzt, wenn man hier oben steht, ist es eher auf der rechten Seite, gell? Selbst eben raus dort. Ja, mhm. Ja, ja. Ja, wir haben ja schon eine Weile rausgestanden. Ja, aber, das wäre ich auch nicht. Du. Ja, also er hat ja eben gesagt, der Wollerförster ist, er hat mir es dann nicht zugetraut. Aber nein, eben darum sieht man es im Bild, wo ich, das geht wirklich ratsweiss drauf. Und ich hätte es so, wenn ich so denke, der Buchser Kirchturm ist ohne das oben, nur ist etwa 50 Meter, ich hätte es gedacht, das geht locker dort schon. Ja. Also 30, 40 Meter. Ich weiss es so nicht, aber ja, meinte ich auch, ja. Und du meinst, also ist das eben, ein Teil ist aufgeschrieben, aber es ist nicht hundertprozentig gegeben als belegt und erwiesen, oder? In dem Fall. Von dem, was dort passiert ist in dem Franzosenloch. Nein, ist nichts aufgeschrieben. Ah, nichts aufgeschrieben? Nein, das sind nur Legenden. Das hat man nur erzählt. Ja. Ah, mein Großvater hat mir das eben halb schon erzählt. Ja, ja. Ja. Das haben sie auch erzählt, aber ich weiss dann nicht, wenn es von Mund zu Mund, dann tut es alle ein bisschen abändern und dramatisieren. Und nein, dort hat man nichts schriftlich. Ja. Aber vom Großloch schon. Und dort hat man natürlich auch jetzt schon einmal ein totes Haustier. Oder wenn du nicht hast können graben den Winter, oder, dann hat man es durch den Tag geworfen. Und dort die Jungen hat es dann schon derjenige gehabt, die es dann verwertet haben, wie der Füchs. Aber kein Gift besser, wie Grianke. Nein, eben. Ja. Eben, ich sehe schon nichts da. Ja. Ich habe beim Filmen auch gedacht, es sei eher ein Krustloch, oder? Ja, ja. Ja. Man hat es natürlich Jahrzehnte oder Hunderte für es gebraucht, weil es dann fort war. Mhm. Ja, super. Dann sind wir ja weitergegangen, dann sind gell? Wir Ui dort. Also, ihr habt dann Ui geschaut. Jawohl, genau. Gegen das Loch. Genau. Und oben Loch heisst dann noch eine Wiese, ist so Streuwiese. Jawohl. Und da ist eben jetzt so ein Kriminalfall, ein echter, ist dort passiert. Es ist ganz super gut beschrieben, mehrere Mal. Dort muss noch ein Häuschen gewesen sein. Und dort war ein Johann Ambühl daheim. Ein Bürger von Alt-Saint-Johann. Und alles ist aufgeschrieben. Und der war ein Baumwollenhändler. Und hat wahrscheinlich ein bisschen Bargeld gehabt und ist dann dort jung ermordet worden. Von zwei Grabserberger. Und die, also das erste Mal beschrieben hat es der Nikolaus Senn in seiner Chronik. Der Fall. Und er hat sicher noch Zeitzeugen gehabt, wo man noch können fragen. Und der hat dann das einmal geschrieben und mich hat dann halt gestochen, was jetzt da wirklich war. Sei. Und bin dann gesucht. Es ist dann noch im Pfarrarchiv, im Sterberegister, sind sie aufgeführt, die zwei, und kurz unten beschrieben, aus was für einem Grund. Sie haben ja dann zu Glarus hin im Sommer 1798 geköpft. Die zwei, ein Zwicker und ein Zock. Ja. Hoppla. Ja, und dann, also zu Glarus, also die sind damals zuständig. Ja, da war eben auch die Helvetik. Ja, aber das hat man dann nicht da gemacht. Das hat man wirklich die Leute auf Glarus gebracht. Ja. Ja. Und zum Scharfrichter. Ja. Mhm. Ja. Und dann haben sie eben. Sie haben dann die ziemlich geschwind können einfangen. Mhm. Sie haben halt auch vermutet, die Heimischen hier.
Also es die sehen, die sind schon ein bisschen bekannt für die Bereien und derex. Und mit Frauen haben sie Zeug gehabt, wollen abtreiben einer und die ist fast gestorben und so weiter. Und dann ist der, haben sie die eingepackt und aufs Schloss rausgebracht. Dann haben sie natürlich müssen auf Klarus berichten, der Fall. Und Klarus hat dann befohlen, sofort hinzubringen, in militärischer Begleitung. Und das haben sie dann wollen. Der Zock war dann noch dort und der Stricker war fort im Schlosshaus. Aha. Ja. Dann ist er 3 oder 4 Tage am Meienberg von seinen Eltern und hat dort an einer Kuh einfach die Milch genommen. Und dann ist ihm aber dann irgendwie unheimlich geworden und hat dann wollen da über die Grenzen raus in Österreich in fremde Dienst. Ja. Und dann hat ihn der sogenannte Büscher Rudi dort erkannt. Und dann haben sie ihn sofort überwältigt und dann ist er eben auch auf Klarus gekommen. Und dann bin ich auf Klarus hin, ein paar Mal, und schaue, wo jetzt sich da was. Und das ist sehr exakt protokolliert, in 10 Protokoll, die ganzen Gerichtsverhandlungen und Urteile. Und sogar die Hinrichtung bis ins Detail, wie sie es geköpft haben. Und in welchem Jahr ist das gewesen? In welchem Jahr ist das gewesen? 1798. Und alles so genau protokolliert? Ja. Wahnsinnig, ja. Ja, es ist im Kriminalprotokoll der Gemeinde des Kantons Lind. Und dann sind die alle aufgeführt, die Protokolle. Und dann haben sie es eben dann verurteilt, beide zum Tod. Ja. Und dann sind eben noch 2 andere gewesen, auf dem Grabserberg, am gleichen Tag. Ja. Also, 2 Gebrüder Neff. Aha. Die sind nicht dort. Kein Appenzeller. Ja, Bürger schon. Ja. Bürger sind sie von Urnasch. Aha, ja, ja. Und dann haben sie eben, die haben nicht gemordet, die haben Geldfälscherei ist noch vorgeworfen worden und andere Diebereien, aber gerade der Grind abgeholt. Wahnsinnig, ja. Und was haben die anderen gesagt? Warum haben sie den Baumwollenhändler umgebracht? Hat also wegen Geld, ja. Sie haben es dann zugegeben, in dem Protokoll steht, was sie genommen haben. Also die Gulden, die er also hatte. Sie haben nicht gehandelt mit ihm und er hat es beschissen. Nein, er war auf dem Weg vom Markt. Aha. Vom Lichtensteig aus. Ah, ja, ja. Und sie haben, denke ich, das gewusst oder angepasst und haben ihm dort in der Nähe von seinem Haus angepielt mit einer Schaufel, haben sie ihn auf eine Grinne gehauen und dann nachher haben sie, da haben sie ja noch zugegeben, die so und so viel Gulden haben sie genommen und zack, aus. Herr, geh lese noch mal. Also ewige detailliertes aufgeschrieben. Ja. Ja, wahnsinnig interessant. Ja. Weißt du, was es mich erstaunt ist? Ja, wenn es so ein Vierger gewesen wäre, weil er da die Stickerei weit verbreitet ist. Ja, ich war gleich. Ah, ja. Baumwollhändler, ja. Und weißt du, die Vierger sind heute schon mal dann schon ein bisschen ins Kreuzfeuer von der Kritik gekommen. Ich kann mich nur erinnern, mein Grossvater war ein Sticker, ein Kreisstickfachlehrer. Eben, er hat gesagt, früher hätte ich im Pferd schon die Sticker beschissen und der Zeug. Ja, das also nicht mehr. Ich denke drum, schon. Ja. Auch für die eine Welt. Ja. Dann haben die einfach weg und dann hat man dort einen kurzen Prozess gemacht. Und das Gericht, da hat man ja nicht grossartig können Einsprache machen können. Noch ist es ein Anwalt, irgendetwas nichts. Oder abstreiten. Ja. Sie haben dann, das steht auch in dem Protokoll, sie haben ihm gesagt, wenn es nicht zugibst, dann gibt es die peinlichen Verhör, also das heisst Folter. Und sie haben natürlich auch Angst gehabt. Ach, und sie haben alles im Detail zugegeben, wie es gesehen ist. Ja. Jeden Einzelnen natürlich. Und nachher haben sie dann noch, ja, sie haben es ja dann am Galgen, weißt du, am Schafott, oder? Schafott, ja. Haben sie es dann, ja. Mit dem selben, ja. Nein, nicht. Nein,
Nein, es ist ja ein scharfer Richter gekommen. Und zynischerweise war der Eb auch noch vom Werdenberg. Der Eb, ja, er, mit dem Schwert haben sie es geköpft. Aha. Mit dem Schwert. Ach, dann nachher haben sie es hinter dem Galgen verscharrt. Das war ja so üblich, nicht kirchlich. Weißt du, verrückt, denkt mich noch, die müssen sich ja wirklich voll im Recht gefühlt haben. Weißt du, wer hat denn das protokolliert? Weißt du, das ja, so? Sie hatten einen Schreiber gehabt, dort. Aha, ist eben. Aufgeführt, wählen und alles. Ja, ja, die haben alles zugegeben. Wir leben jetzt ein bisschen in sicherer Zeiten, obwohl es so zum Teil schwierig ja, ist. Gell? Ja, ja. Und dann haben sie ist noch ein Brief vorgekommen im Grabserberg, 200 Jahre später, in einem Haus hin, im oberen Steinacker. Dort ein Brief von dem Pfarrer dort draussen. Von wo raus? Verurteilten, also bei einer Vollstreckung. Ja, ist auch ein Pfarrer dabei und hat dann quasi den letzten Segen noch gegeben. Ja. Und der war irgendwo dort, der ist so protokolliert alt. Ja. Und der hat dann nachher einen Brief geschrieben und hat geschrieben, eben auf Wunsch von ihm, ihrem Mann, der Frau von einem Neffen, aber ist Sepp gewesen. Ja. Es sind ja zwei Neffen. Zwei Neffen gewesen, ja. Und der Brief ist erhalten und dort hat er eben auch quasi ihren Abschiedsbrief im Auftrag von ihm und sie soll das als Beispiel nehmen und soll gut leben. Und also der Frau? Ja. Ja, wahnsinnig, he? Wenn du denkst, ja. 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 Ja, du. Und wenn du denkst, die, warte mal, ich habe hier am 30. Juli 1798 gewesen. Und dann haben sie mir schon 400 Gulden genommen. Und dann, das Letzte habe ich hier noch rausgeschrieben. Übrigens, in der Schweiz ist ja die Todesstrafe per Volksabstimmung erst 1938 aufgehoben worden. Ja, spät. Ja, und dann haben sie den Vollzug. Ist aber erst 1942, ich habe auch nicht gewusst, ich habe es dann da gelesen einmal. Und dann haben sie eben, bis dorthin, bis 1942, hat jeder Kanton selber können entscheiden können, ob es jetzt Todesstrafe gibt, ob sie es vollstrecken oder nicht. Erst ab 1942 ist es dann Bundesgesetz. Ja, das ist fast jetzt Amerika, dort tut es heute noch jeder Staat zum Teil. Gell? Zum Beispiel war ein Mehrfachmörder, ein Paul Irniger. Der ist im Kanton St. Gallen zum Tod verurteilt worden. Und dann ist aber umgewandelt worden in lebenslange Haft. Ja. Und dann aber hat er auch im Kanton Zug ein Mord begangen gehabt. Und dann ist er eben dort auch verurteilt worden zum Tod, aber nicht in lebenslänglich. Und dann hat er dann dort hingeköpft. Aber weißt du, heutzutage verstehe ich. Das war 1938. Ah, ja. Weißt du, heutzutage verstehe ich, das hast du ja Internet und alles und machst es bekannt. Aber weißt du, sind sie denn dort auf die Recherche gekommen? Das sind gewisse, im Zug ist es gewesen und dort ist es gewesen. Ja, es ist dann halt schon ein bisschen länger gegangen. Ja. Ein bisschen. Aber sie haben es können. Und dann haben sie natürlich gesucht. Halt. Ja. Lang. Ja. Also ist ohne Internet gegangen im selben Fall. Ja, glaube ich auch. Und ohne Handy. Ja. Ja, du, also weißt du, wie lange bist du jetzt? Bist du klar, dass ein paar Mal? Wegen dem bin ich dreimal. Ja. Und dann hast du einen ganzen Nachmittag oder einen ganzen Tag? Ja, dann, Nachmittag. Rumgestöbert und gelesen. Und dann haben sie ganz schöne Schriften dort, die Schreiber. Das ist ganz gut lesen.
Und hast du eine Kopie machen oder hast du Notizen machen? Nein, ich habe es rausgeschrieben. Rausgeschrieben, ja. Die Protokolle alle, ja. Wie bist du überhaupt darauf gekommen? Weißt, du bist ja wirklich also unglaublich bewandert und auch interessiert. Wie bist du überhaupt vor allem auf das gekommen? Auf was? Ja, dass du das so machst, hast du da die Recherche. Aha, ja, so bist du jetzt einfach aus Interesse gewesen. Und ja. Der Fall sowieso ein, als dort Einheimischer quasi. Hat es mich noch mehr interessiert. Ja. Ja, bis dorthin, bis ich das einmal gelesen habe im Sen. Nicholas Sen, dort. Ja. Habe ich nie etwas gehört von dem, wo nachher nicht. Ich habe dann ja. selber angefangen zu suchen. Und ja. habe eben gedacht, es müsste doch, klar, aus ihm müsste doch irgendwo etwas aufgeschrieben sein. Mhm. Und dann bist du wirklich über 10 Protokoll. Ja. Wir sind dann weitergegangen zur Bad Weid, oder? Sie denkt eben auch niemand. Wenn du dort fährst, ist ja dort so eine riesige Hütte. Ja. Also ich komme noch drauf. Aber belegt ist dort oben, als ein Bad war, schon 1460 rum. Dort war ein Bad und dort hat sie ja dann jeweils bei diesem Bad einen Bader gehabt. Der es betrieben hat. Und der musste dann eine Bewilligung haben von der Obrigkeit, dass er fähig ist, um das zu machen. Und hat dann noch das Bad verzeisen. Jetzt zum Beispiel zu Klarungshin, und früher schon. Und der Bader hat ja dann eben das Heilbad geführt. Sie haben noch getrunken, selbiges Wasser und gebadet drin. Aber wo war das Bad? Dort, wo das grosse Haus ist. Aha, also quasi der Haus mit der Front und hinten der Stall. Also das grosse ja. Haus dort. Dort hinten, da hinten ist es gewesen. Dort. Also, das weiss man nicht. Ja, ja. Einfach ja. im selben Raum. Auch im selben Raum, ja. Und Heilwasser, ist gesagt. Was? Heilwasser? Ja, ja. Am Grabserberg. Also schwefelhaltig. Aha, schwefelhaltiges. Mhm. Ja, dann also von einer Quelle im selben Fall. Ja, hat ja. die mehrere in dieser Quelle. Jawohl, ja, ja. Dieser gestinkten Wasser. Sicher, wie faule Eier stinkt. Ja, ja, ist ein Schwefeldioxid, ja. Ja, ja, genau. Und dann haben sie eben, die Bader sind dann selbst geführt und haben ja dann andere Aufgaben gehabt. Sie haben den Bart rasiert und sie gezogen und deren Wunden geheilt. Und dort ist eben ein schöner Badmann, er steht dort in der Urkunde. Dort sieht man, am selben kannst du sicher ablesen, ziemlich genau, wo als es gestanden ist. An der Grenze zu Wildhaus und an der Grenze zwischen Privat- und Ortsgemeinde. Beim Freitag ist dort beschrieben. Und dort hat sie ja dann nachher, ja, also 1463 ist Silst, was ja. erwähnt ist. Ja. Und dann haben sie es urbar neu gemacht. Das 1463er Urbar von Grabs. Und dort waren 13 Männer, auserwählte, geschworene. Und haben müssen die Grenze neu begonnen. Und mit Kreuz markieren, weißt du. Ja, mit dem Jahrhundert ist dann wieder vergangen. Dann haben sie das gemacht und dort haben sie eben das Bad erwähnt. Und dann aussehen kannst du genau dem nach, was sie beschrieben haben, heute noch. Und heute ist eine Strasse und da ist einfach der Weg. Und dann eine Grenze dort gegen Zimia hoch. Genau, ja. Und dann haben sie eben der ist dann dort hinten gewesen und dann haben sie ja nachher, heute schon 300 Jahre später haben sie nochmal wieder ein Urbar gemacht. Und dort ist all noch drin, das Bad. Also es muss all noch dort sein. Ist das öffentlich gewesen? Hat man können? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja einfach, ja. Ein öffentliches Bad, es hat da auch so eins gehabt, mit dem Berger See. Ja, genau, ja, ja. Ja. Und dann nachher haben sie eben im Urbar 1691 wieder. Und da ist es auch noch dort gestanden.
Und dann hat es 1759 man weiß nicht recht, aus was für einem Grund, hat es einen Grenzstreit gegeben. Und dort ist der Herr Pater, Statthalter von Neu-St. Johann, mit einem zahlreichen Begleit in diese Grafschaft zum Badhaus gekommen und hat dort wollen, oberhalb auf dem Badhaus war ein riesiger Grenzstein mit zwei Kreuzen drauf. Haben sie beschrieben dort. Und dann haben sie eben die wollen, der Pater hat wollen die Grenzen verschieben. Und der hat dann beschrieben, eben, sie hätten mit dem langen, weißt du, mit einem Hebel probiert und hätten es aber nicht können. Und dann haben sie es, dann müssen bleiben lassen. Und dann, aber eben selber, hat man nicht, eigentlich nicht herausgefunden, warum. Was sie, das ist ja, du hast schon 200 Jahre schon gesehen, der Stein. Ja. Und die Grenze hat gehalten. Ja. Und der hat einfach, ja, wie jetzt halt der Putin tut. Einfach. Ja. Hast du es im Grin gehabt, hast du da gesetzt? Das Nachbarland überfallen. Ja. Und dann eben nachher, der hat dann auch beschrieben, es ist dann, sie haben sie dann wieder bauen, aber. Und das ist eben um 1700 ist es abgebrannt. Ah, ja. Ob es eine Brandstiftung war oder was, sieht man nicht. Also das, was wir jetzt gesehen im Bild, ist neu in dem Fall. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, es ist dann nachher abgebrannt, dann haben sie es wieder gebaut. Und dann nachher aber ist es wie eingegangen und ist dann ins Bädli rausgekommen. Genau, ja. Haben dann dort die Ausnahme. Das war schon lange, lange ein Restaurant, ja. 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 Ja, so bis Mitte 19. Jahrhundert haben sie dort rausgekommen und dahin ist dann nichts mehr gewesen. Genau. Ja, weißt du, in meinen Ohren war es lange, lange auch bekannt als Restaurant, ja, natürlich. Ja, ja. Kurhaus Bad. Ja, ja. Ja, 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 ja. Jetzt ja. Ist ein bisschen anders, gell? Ja, ein bisschen. Oh, ja. Ja. Man ich weiß bin, nicht gerade recht wahr. Ja, ein bisschen esoterisch zum ja. Teil, ja. Ja, und dann... Ein Seelenbad ist es jetzt. Ja, genau. Und dann dort haben sie auch, dort hat es einen Vielbeleg von dem Bädchen, ja. Und auch die Ärzte im Dorf haben Wasser, Leute geschickt zum Wasser holen, ja. Zum Trinken für den Nachweiden. Obwohl es gestunken hat, he? Ja, ja. Ja, ja. Ja, das heisst, ein bisschen stinken muss es. Es ist halt damals nicht der Käse, es ist halt... Man suchte Käse, hat man auch gemacht, aber es war ja das Wasser. Ja, ja. Ja, ja, ja. Und dann, nachher hat das Bad, wo jetzt steht, dort oben sind ein paar Parzellen gewesen. Und dann hat ein Andreas Kantenbein vom Grütli, hat dort Boden gehabt. Und der hat dann die Idee gehabt, eben ein Bad bauen, ein neues. Das war eine Konkurrenz zum Bädli. Und hat dann über Leute quasi Kurgäste abholen vom Bahnhof Haag und vom Bahnhof Buchs mit Ross. Hoi. Und darum hat er dann dort so einen grossen Bau gemacht und Rossstall. Und er hat eben damit gerechnet, hat sich auch alle wieder eingesetzt, dass das endlich kommt, die Strasse vom Lien weg. Und die ist dann ja unheimlich lang gegangen. Auf das erste Mal, ist es 6 Jahre oder 7 Jahre, haben sie geplant, verschiedene Linien. Dann haben sie wieder mit den Wildhauser, ja, sie haben ja dann auf Wildhauser Boden durch. Und dann haben die eben wieder nichts wollen zahlen und dann letztens sind sie eben dort daheim, wo es jetzt ist. Wann hat man es denn gebaut? 1916 ist es fertig gewesen. Ja, gut. Und endlich einmal war dann der Beschluss gewesen, mit Kantonsbeitrag und alles da. Haben sie angefangen, anfangs 1900. Ja. Müsst ihr schauen da. Und dann haben sie ja brutale Schwierigkeiten gehabt. Mit dem Kleinen. Ja, ich glaube.
Gutgerutscht, gutgerutscht, mit der Stützmühre müssen. Ist auch steil dort an gewissen Stellen. Ja, und einfach eben nass halt. Ja, genau. Und dann ist es ja dann eben doppelt so lang gegangen, wie sie geplant haben. Und die Strasse ist nicht gekommen für den ganzen Bein. Ja, ja. Und er hat dann aber weitergebaut, bis es fertig war. Es ist da verlumpet. Hoi. Ja, aber es hat dorthin, im selben Bau hin, da wären eben die Tänke für Churgi mit Zimmern. Ja. Darum ist es so hoch. Ja. Ist ein stattliches Haus, oder? Ja, ja. Ja, ja. Und dort hat es, in den oberen Stöcken, hat's keine Böden und keine Decke dahin. Hat das auch müssen hören. Ja. Und dann ist es geblieben bis heute. Ja. Ja, wir haben es noch nicht eingetraut. Wir sind dann nur in den Stall und haben reingeschaut und denkt, ja, jetzt ist ein Stegel gegangen und dann hat es ein bisschen hohl ausgesehen. Und dann haben wir gedacht, schauen wir jetzt hocken. Ja, es ist überhaupt nicht fertig. Ja, ja. Oder ja. Würde jetzt auch nicht denken. Nee, ich glaube noch nicht. Nein. Und dann nachher hat es ja dann der eben, ja, er ist dann Konkurs gegangen und dann hat es einen anderen gehabt. Dann, der hat dann aber noch mal vorher probiert, wenigstens eine Wirtschaft zu machen. Aha, ja. Und hat ein Patentgesuch eingereicht. Und dann war der Kanton zuständig. Der Kanton hat gesagt, nein, Grab sieht es aus, schon zu viel Beizen. Oh, ja, das wäre jetzt heute nur. Ja. Und haben es dann eben nicht bewilligt. Ja. Und dann ist dann, wirklich, ist dann ein anderer neu. Und der hat dann nachher aufgegeben. Ja. Es ist halt ohne die Straße, es war eben wirklich nicht mehr gewesen. Ja. Und wo sie kam, ist, war eben schon zu spät eigentlich. Ja. Ja. So, wir sind hier am Anfang von der Bad Weidstrasse. Die Bad Weidstrasse erschliesst ein wichtiges Waldgebiet von der Ortsmeer Grabs. Ein grosses Waldgebiet, das reingeht bis ins Elbli, bis in die Hirti. Und die Strasse hat man gebaut, man hat das angefangen zu bauen in der zweiten Hälfte der 60er Jahre und hat dann sukzessive in den Jahren darüber ab, das ganze Waldgebiet erschlossen. Vorher waren hier eigentlich nur Ross-Schlittwege in dem ganzen Gebiet. Da hat man alles mit dem Ross, hat man da das Holz raus. Ich, als ich in der Lehre bin, das ist jetzt gerade 50 Jahre, im 73, ja, haben wir hier noch Ross dann da in dieser Badweide gestallen gehabt. Weil man hat dann gleich, die Straße war ja ein Stück weit gewesen, bis in den Lerchengarten, aber von der Seite her hat man dann das Holz hat man natürlich immer noch mit der Ross an die Straße hergezogen. Weil dort mal, Grabs ist jetzt nicht so, wie soll ich sagen, ist eher noch etwas traditionell gewesen, hier, die Holzbringung, wo man an anderen Orten schon mehr mechanisiert hat. Aber man hatte gute Rossformen gehabt, eben mit dem Lippuner Kriegel, diese Christlis hat man gesagt. Und ja, der damalige Förster, mein Lehrmeister, war schon ein Rossfreund. Und dann war es eine schöne Zeit mit diesen Ross. Dort im Mai hat das Gut, das wir jetzt hier stehen, da haben sie noch müssen kaufen, damit sie überhaupt die Straßen bauen können. Weil ja, man hat dort nicht wollen mit Privaten dann kehren, sondern hat dann die Badweide gekauft. Jetzt sind wir hier im Lerchengarten. Das ist also ein spezieller Punkt. Man hat hier eine Waldhütte gebaut. Oh, Anfang der 70er Jahre, gerade so in der Zeit, als ich in der Lehre war, hat man die Waldhütte gebaut für die Waldarbeiter, als sie in den Winter unterkommen, beim schlechten Wetter, unter Dach und essen. Und zum Mittag. Und dort mal in den 70er Jahren, da sind dann allerdings noch Tiroler gekommen, wo sie sind den Sommer dann in die Alp, im Kanton Graubünden. Und davor haben sie dann da schon zwei, drei gehört, Holzakkord gerüstet. Und die haben dann da gehauset, in dieser Hütte, sogar eine Frau dabei. Sind sie zwei, drei Wochen oder vier Wochen da gewesen, oder noch länger, vor dem Zalp und haben dann da Holz gerüstet. Heute wird es noch, wird schon mal gebraucht, die Hütten, aber wenig. Wir sind hier auch im Zentrum von dem grossen Sturm, der dann einmal über den Hinterwald gefegt ist in den 90er Jahren. Mit riesigen Sturmflächen hat es gegeben. Also da haben wir in den 7. Jahren,
im 90. Da haben wir jetzt eine zehnfache Jahresnutzung. Also das heisst, wenn dort zum Grab 6'000 Kubik nutzen können, sind 60'000 Kubik über das ganze Gebiet am Boden gelegen. Und ein grosser Teil, flächig, ist hier im hinteren Waldgebiet passiert. Eine Art im schönsten Wald, im ergiebigsten Wald, auch von der Waldstandort her, enorm schade. Es ist aber zum Glück, hat man dann gute Vermarktungsmöglichkeiten gehabt, dort mal. Die Beiträge waren auch ordentlich gut von Bund und Kanton. Und man konnte dann auch die Krisenzeit gut überbrücken. Man konnte Holz nutzen. Ein grosser Teil sind dort, zeitweise sind bis 80 Leute hier am Arbeiten in diesem ganzen Gebiet. Es war eine bewegte Zeit, aber das ist jetzt ja auch schon lange her. Hier haben wir einfach. Ja, da ist jetzt noch ein Posten Brennholz. Vor allem ja, halt verursacht durch den Borkenkäfer. Das ist in den letzten Jahrzehnten immer so eine Zatterte mit diesen Käfern. Sie haben einfach dauernd halt Nester rum. Die warmen Jahre, die trockenen Jahre, die uns natürlich auch begünstigen. Und das ist auch etwas Lästiges, wenn man immer die Streunutzungen. Ich bin jetzt pensioniert, ich kann so ein bisschen von außen her schauen. Aber die noch im Dienst sind und damit sich mal umschlagen, ist es ein bisschen mühsam. Ja. Und vor allem, wenn dann der Markt wieder zusammengeht, wie er jetzt wieder, eigentlich wieder recht strosselt, der Markt, europäisch, alle Wege, die Preise gehen nahe, dann wird es einfach immer schwieriger. Und die Ertragslage des Forstbetriebs dann damit natürlich auch, muss auch kämpfen mit allen Mitteln, mit allen Baustellen, die er sonst noch hat, schauen, dass irgendwann am Schluss die Rechnung einigermaßen aufgeht. Am Olivier war es ein kleines bisschen besser gewesen, gell? Mit dem Holzpreis. Ja, dort in der Corona-Zeit und eben, wo dann wieder ein rechter Bedarf da war. Aber jetzt ist einfach ein bisschen gedämpft in Europa. Alles ist ein bisschen die Bauwirtschaft, die Zinsen sind neu, weißt du? Das Bauen wird teuer, es wird einfach ein bisschen gedämpft. Und da natürlich sofort hat das dann Auswirkungen auf den Holzverbrauch. Und wir sind, der Holzmarkt ist international und da ist man halt ja, dem ausgesetzt. Hier geht jetzt eine Strasse gegen den Kalten Bach. Und darunter heisst dann Strasse Strickerstrasse und die kommt dann wieder raus Richtung Saalen. Da ist so ein Stück ist eigentlich Lastwagen befahrbar, nachher ist es nur ein schmales Güterströsli. Auch schwierig zum Unterhalten, weil halt der Boden sich bewegt und die Fundationen nicht gut sind. Kalter Bach und Strickerstrasse. Und da geht es jetzt eben rauf. Da zweigen da unten nochmal Strassen weg, die dann das ganze Waldgebiet noch weiter erschliessen. Und ja, bei dieser Strasse bin ich dabei gewesen beim Bauen. Das hat man dann Mitte 70er Jahre gemacht. Und die Verbindung ins Elbliche, die ist dann auch in den 80er Jahren, 83, so hat man dann die Verbindung ins Elbli, in Elbli-Gatteri gemacht. Da haben wir ja auch Schneebruch gehabt. 1982 da hat es hier Schnee gegeben. Da hat es die Bäume einfach oben nachgebrochen. Da hat es 1,50 Meter Schnee gegeben, nass und dann wieder reingeseicht und wieder gefroren. Da haben wir über das ganze Gebiet hier 10'000 Kubik, also fast eine doppelte Nutzung, hat Schneebruch gegeben. Und ja, das sind so Episoden aus der Vergangenheit, aber die einem dort mal natürlich auch beschäftigt haben. Gut. Und über die Straße hier, wie man sieht, hat es ohnehin Hölzer drin. Also recht aufwendig natürlich, überhaupt die ganzen Straßen, die Gebäude und die Alpgebäude, die man unterhalten muss. Der Holzpreis ist nicht mehr und natürlich Bach bei den Alpen ist auch nicht grossartig. Das heisst mit anderen Worten, ist auch eine schwierige Zeit natürlich für eine Ortsgemeinde, um alles zu unterhalten, oder? Sehr, sehr, sehr eine schwierige Zeit. Weil einfach früher, meine, wenn man zurückblendet und der Davis hat ja auch diese Zeug aus dem Archiv, also die Ortsgemeinde ist früher, wo halt, ich sage jetzt, das, was hier wächst, sei es jetzt Gras oder Holz, ist Lebensgrundlage von der Ortsgemeinde. Und sie hat auch öffentliche Aufgaben viel ja können übernehmen, das Armenwesen, Strassenwesen im Dorf und. Das ist ja
weißt du, ja, es, natürlich ist es einige Jahrzehnte her, wenn man denkt, sie haben noch Kriegssteuer müssen zahlen im Ersten Weltkrieg, wegen dem Ersten Weltkrieg, wo man um die 10'000 Franken, das ist dann in den, ich sage jetzt, 20er Jahren oder in den 15 bis 20 ist das viel gewesen, oder? Und dann haben die, einfach weil sie Vermögen hatten, Bares, oder? Haben die Kriegssteuer, müssen zusätzlich Steuern zahlen, um halt dazumal die Probleme im Krieg zu bewältigen. Und ja, nicht reden von der, was eben der Rohstoff Holzwerk war. Das sind Geschichten oder protokollierte Freveltaten, wo dann der Förster ist dann denen auch, er war mehr Polizist als Pfleger und Bewirtschafter vom Wald dort mal. Die haben teilweise, wenn ein von da weg gehe, nur der teure Lättli im Berg geschleift hat und er hat es gemerkt, dann hat er einen Buß bekommen, und zwar einen Buß von einem Tageslohn, oder? Muss sich das vorstellen. Hat dann ein, ist dort eine Geschichte beschrieben, wo er eben so einen Frevler ertappt hat. Und der hat es zugegeben. Und der hat nachher, wenn man es umrechnet, ist es sicher ein Tageslohn gewesen. Und der hat nur diesen dünnen, ich sage jetzt, vielleicht hier diesen vier dieser Stückchen da, 3-4 Meter lang, oder? Hat er noch quasi, weil er halt, ja, noch war und er wollte ein bisschen Holz haben. Und heute hättest du in einer Stunde ein Fuder Holz, wenn du nicht zu Hause bist. Also wenn du eine Holzführung hast. Ja, also schwierige Zeiten für Katz. Ich meine, Haufen Aufgaben, ja, Haufen Pflichten, gell? Ja, dort mal ist der Tragschlag anders, ist er besser gewesen. Ja. Dafür hat die Bevölkerung natürlich hergekommen, weil einfach Mangel war an Energie. Und heute ist es etwas anders. Wie es dann kommt, wissen wir nicht. Oder gibt vielleicht wieder andere Zeiten. Also hier sind wir jetzt zuoberst bei der Badweidstrasse. Hier geht es jetzt gleich dann auf die Sommerweide. Und hier unter uns sehen wir jetzt 33 Jahre nach dem Sturm Vivian eine Fläche, wo man wieder bewaldet hat. Man hat hier Fichten, Bergahorn und Weisstannen. Einzelschütz hat man, also geschützt als Einzelbäume. Aber vor allem hat man hier Fichtengruppen gepflanzt. Und die haben eigentlich gut hier, man sieht es. Was wir jetzt einfach das Problem haben, halt vom leider schon seit Jahrzehnten oder mehrere Jahrzehnte, ist einfach die Schelle vom Hirsch. Also wir haben Rotwild, der einfach dann gerne in diesen Beständen hinhockt und halt eben die Fichte schält mit den Zehrinnen nachher kratzen. Und das ist ein bisschen ein bitterer Wermutstropfen zur Wiederbewaldung von dem Sturmgebiet. Ja. Die schwarzen Netze, so fast wie Strümpfe, oder? Das sind nur Notbehelfe, das ist eigentlich ein Schutz gegen die Schelle. Aber es ist eigentlich eine Krücke, ist mühsam, oder? Weil in ein paar Jahren das Zeug nutzt sich auch ab, beziehungsweise für Kälte muss es wieder zusammennehmen und ein hoher Kunststoff im Zeug, das ist einfach mühsam. Es ist ein Dauerthema, dass man die Balance Wald, Wild und Waldentwicklung. Ich habe 50 Jahre den Wald mit seinem ganzen Wesen erlebt, aber das Problem haben wir nicht gelöst. Die Sommerweide ist, sagen wir, jetzt gehen wir mal vor 1800 zurück. Mhm. Und bis dorthin ist sie, oder 1804 kann man sagen, war sie eine Weide gewesen, ohne Gebäude, nichts. Und die Weide hat den Mai gehört. Und dort haben sie einfach den Sommer fehen können, weiden dort. Sommerweide Ried ist einfach ein herrlicher Punkt. Wenn du hier anschaust, du siehst das Panorama vom Alpstein. Auf dieser Seite, wenn du ein bisschen vorher siehst, siehst du ganz Gemsler, Sichli, Margelkopf, das ganze Panorama. Und hier sind wir ja in einem Streugebiet, in einem traditionellen Streuried, wo heute natürlich sehr wertvolle oder immer wertvolle
spezielle Naturschutzflächen sind, heute unter Naturschutz, mit Pflegeverträgen. Man sieht jetzt hier noch, da haben sie jetzt noch, sie müssen ja einen gewissen Prozentsatz Stuhl auf, weil es so Insekten gibt, die einfach das hohe, die hohe Streu noch brauchen, um zu überwintern. Und jetzt sieht man hier jung, sieht man gerade einen, der die Streu eintut noch. Er ist gerade am Zusammenmachen. In diese Richtung, hier Richtung Gamserug, da kann man dazwischen durchlaufen. Das ist ein Wanderweg hier, der direkt in die Hirte führt. Also ein wunderbarer Sommerwanderweg, aber auch der Winter. Mit den Schneeschuhen laufen jetzt hier in diesem Reihen gern rundum. Sei eben hier Richtung Hirte oder ein Unnendori, Ankerpölz. Wo wir jetzt dann nachher noch, gehen wir dann hier auf Sick raus und dann sieht man an der Obermeierberg. Und dann nachher hat er, der bist dir ja sicher bekannt, der Markus Fitsch. Ja. Der ist der Schulkämpfer und hat für die Schule sich eingesetzt. Er war schon beim Freiheitskampf dabei oder bei der Befreiung. Ja, das hat viel bewirkt, ja. Ja, Wahnsinn. Ja. Und ist dann ist ja noch der Arzt und eben Politiker und zuerst hat der Schneider geplant. Also man hat gewusst, ja. Ja. Und der hat eben dann die Idee gehabt mit seinen Getreuen, man könnte jetzt er hat eine Sekundarschule gründen. Oder hat dann noch. Weil das ist hier so ein bisschen aufgekommen mit diesen Sekundarschulen. Und dann hat er das eben auch zu Grab so will und hat dann die Idee gehabt, die Sommerweide übernehmen für die Schule, für die Sekundarschule. Und dann verpachten natürlich und dann den Pachtzins für die Schule einsetzen. Und dann ist nochmal ein Schulgut, hat er gekauft oder übernommen, da oben im Unterschied aus. Bis jetzt noch das Schulgut heisst. Und dann hat er dort die Oma, ja, er hat dann das so beschrieben in seinen Briefen, und was er alt sind, ja viele Oma gsi dort. Und dann hat er eben geschrieben, sei eine Art noch mehr Gebüsch und Streue und nicht so Nutz. Und er will es dann eine Art urbanisieren besser. Und dann aber hat er da wahnsinnige Gegner gehabt, zu Grabs. Gegen die Schule einfach. Und sie vermögt man nicht. Und auf alle Fälle hat er dann das gleich durchgedruckt. Hat er eine Sekundarschule gegründet. Mit ein paar Schülern. Hat schon 30 kommen. Und Sekundarschullehrer. Und die Gegner haben, also die Bauern haben dann extra schlecht gewirtschaftet, als sie dann auch keine Pachtzins oder fast keinen müssen zahlen. Und der ist der Marx Fitz ist fast verzweifelt. Und dann hat er den Lehrer nur können zahlen. Und überall haben sie einen Prügel in die Beine geworfen. Einfach, er hat es dann nach 3 oder fast 4 Jahren wieder müssen aufgeben. Und dann ist er hat natürlich die Schulkasse Schulden gehabt, dann ist die Sommerweide auf Gant gekommen. Und seitdem haben sie dann private gehabt. Dann ist der grösste Meierberg im Grabserberg, weil sonst sind sie ja nicht so gross gewesen. Und der ist recht gross gewesen, für die Zeit sowieso. Und eben eigentlich auch gut zum Bewirtschaften, oder? Ja, wunderbar. Ja. Weißt du, wenn man sie jetzt sieht, ist das ja. Eine wunderbare Weise. Ja, natürlich. Ja. Ja, eben mit diesen Schulen, um das zu finanzieren, ist damals noch viel schwieriger gewesen. Ist schon heute schwierig, oder? Braucht immer Geld natürlich, aber ist damals natürlich noch. Jetzt und die Volksschule hätte ja dann sowieso sollen, vom Kanton ausgedruckt worden, zum Schulhäuser bauen. Genau. Wir hatten noch nie eine Eins. Ja. Und dann haben sie halt auch gesagt, sie kommen wir zum Alsebum. Ja. Ja, er hat dann nachher ist dann das eingeschlafen natürlich und ist dann
100 Jahre ziemlich genau gegangen, bis dann das Schulhaus Kirchbünd, Seeg-Schulhaus gebaut worden ist. Und da sind dann die Grabser, die haben wollen und können, sind auf Bauchsitzig. Dort hat es dann eine gehabt. Dann hat der Markus Fitsch dort ein Herbstleben gehabt. Es hat ja dann, weißt du, der Gabentuhler vom Bardo hat ja das aufgeschafft. Die Markus Fitsch-Geschichte. Es ist ja der das Buch. Kannst du fast nicht, weißt du, es ist wirklich ein Detail. Und er hat viel zitiert, Briefe, die rum waren von Markus Fitsch. Er war ja dann schon Richter und St. Gallen. Ja, er war der Grossrat noch. Vielleicht noch knapp, wohl 1803 ist ja der Kanton gegründet worden. Dann ist er vielleicht noch gewesen, so weiss ich nicht. Auf alle Fälle. Hat er eben viel gemacht. Und dann zuletzt ist er an einem Mausarm gestorben. Ja, ja. Eben. Ich habe immer gemeint, er sei einfach Arzt oder so, habe ich gemeint. Ja. Ist aber, gewesen, ja. Aber eben aber er hat noch... Es war so viel Verhältnis. Er hat dann auch hier im Vorderdorf-Jum. Dort ist ja dann nachher... Also jetzt gehört es ein Haus, ist so ein altes, langes Haus mit einem Stall. Ja. Er gehört da im Amateurig. Und dort war er und dort hat er auch mit untersucht, mal Zucker gemacht. Weisst du, aus Zuckerrüben. Und ist da alles neu, er hat alles probiert. Ist dann noch in Bern gewesen, dort an der landwirtschaftlichen Schule, hat es dort schon gegeben oder nur dort. Ist dann dort hin gewesen, wieder einmal ein halbes Jahr. Und hat dann, und das Letzte, Sepp hat dann auch der Gabentuhler auch geschrieben, er hätte überhaupt nicht lauter Freunde gehabt. In der Mai selber. Wie es dann ist, aber gleich innovativ natürlich, hat sich heute getraut, oder? Ja. Dann ist und man ein bisschen vordenken natürlich. Ja, er hat hier die Landwirtschaft ist ihm ganz am Herz gelegen. Er hat hier Jungen mit dem Entwässern angefangen und hat angefangen, aussen eintrat und recht bewirtschaften. Und dann hat natürlich auch Gegner gegeben. Ja, ich habe schon manchmal gehört von Markus Fitsch, aber eben, das Buch ist natürlich so 7-8 cm dick, also man muss zünftig lesen. Gell? Ja, man muss ein bisschen auslesen, was du willst. Und darum ist es wirklich interessant. Also, hast du das alles ein bisschen studiert und gelesen? Weißt du, ist das so? Ich habe einfach dann wieder gelesen, mal ein Stück Gutes, was ich. Und es hat viel. Es ist schon wertvoll. Als es aufgeschrieben ist. Ja, selbst ist auf jeden Fall. Ja. Gut, selbst ist der Gabentuhler natürlich auch fleißiger gewesen, natürlich, gell, im Recherchieren. Ja, natürlich. Und der Marx Fitsch hätte dann so wie gut können schreiben, weißt du, stilistisch und auch schöne Schrift. Und selbst hast du gemerkt, dass er schon geschult war. Ja, gut, so haben wir bis zum heutigen Tag, so haben wir wirklich noch relativ viel geschulte und intelligente Leute in der Gemeinde. Oder? Wir könnten sie nicht alle aufzählen, aber ich glaube, wenn man so genau schaut, die hat schon ein paar, die recht auffällig wären. Oder? Ja. Und ihm ist dann noch die Frau gestorben mit einem oder zwei kleinen Kindern. Und ist dann halt alles so, als hätte es keine Rente gegeben. Oder Und damals haben die Töchter natürlich auch noch nicht so verdient. Da muss auch akzeptant arbeiten, oder? Damit man zu ihnen gegangen ist. Dann haben wir hier jetzt noch die Meienberge. Und die 7 Meienberge, die man von dort weg sieht, die sind eben auf der obersten Scheitelfläche der Meienberge. Meienberge sind von ungefähr 900 Meter über Meer bis eben 1300 verteilt, die ganz Breite. Und dort hat es ungefähr, es geht ja dann noch alle ein bisschen auf und 176 Meienberge hat es dort. Hoi! Alles in allem. Ja.
Und das sind 400 Ja, heute noch? Ja, ja. Ja, nochmal. 450 Hektare. Ja. Ja, ja, sind. Und die meisten von diesen Berggütern, Meierberg, haben einen Stall und ein Wohnchen dran, wo sie gebraucht haben im Vorwinter, wenn sie Heu rausgefuttert haben und im Frühling wieder. Und jetzt ist halt das so mit der ganzen Mobilisierung, Motorisierung, ist das natürlich nicht mehr so viel gebraucht. Aber ja, die sind alle noch da. Und die, die sind im Privatbesitz, oder? Ja, eben, die sind jetzt eine Art alle im Privatbesitz. Ja. Aber nur alle, die aktive Bauern sind. Ja, ja. Hat es natürlich gegeben, die geerbt haben, so ein Meierberg. Und ja, wenn der, wenn der Vater nur gebauernet hat oder niemand, dann hat es einen geerbt, auch wenn er nicht gebauernet hat. Ja, die sind eine Art nicht verkauft, selten, selten verkauft worden. Das ist alles in der Verwandtschaft bis heute. Und ja, und dann die Landwirtschaft wird schon, also der Boden selber wird schon bewirtschaftet, selbst schon, aber jetzt hat natürlich ein, wenn er vorher ein Meierberg hatte oder vielleicht noch zwei, hat er jetzt vielleicht vier, fünf mit diesen Maschinen und darum eben, ja, ist mit den Gebäuden vor allem, ist es, muss man schauen, geht dann wie in den Alpen hin vielleicht einmal, niemand mehr geht so schaut und es hat auf einzelne, wo man hat im Verkehr sind, ja. Zustand sind, ja. Aber es hat auch einzelne, die natürlich eben gut bewohnbar sind und die Leute, die dort oben einfach noch eben ausruhen, Erholung haben, oder? Natürlich. Ja, ja. Eben selbst ist gefragt. Ja. So am Meierberg wohnen, du darfst natürlich nicht einfach ausbauen, wie du tust. Ja, ja. Aber einfache Ferienwohnen kann man schon machen. Zum Teil fast international genutzt, gell? Letztes Mal hat man das Gefühl. Wenn man so den Grabserberg hochfährt mit dem Velo, sieht man nicht lauter St. Galler Nummer, bei Huttenhaar. Nein, nein, nein. Und hat dann auch noch der, der es gemietet hat. Ja, ja. Ja. 176? Ja. Wahnsinnig. Ja, es sind 450 Hektar. Ja. Klar hat es dann noch kleine Berge dabei. Ja, ja, ja. Ja. Aber ja, ja. Sind schon, es ist schon, der ganz breite ist. Und dann im Stuttnerberg hat es auch noch. Ja, ja, klar, ja. Und dann ist ja dort die Grenze zwischen Privat und Alp, dann ist ja dann eben wie die Sommerweide, sogenannte Friedhag. Jawohl. Und unten wieder zwischen Egenberg und dem Meierberg. Jawohl. Weil die Meierberge sind eben früher, alle sind noch mit Draht, Teiltrat belastet gsi. Dort hat es noch Reglemente und Akten. Da musst du vielleicht noch kurz erklären wegen dem Draht, das wissen sicher nicht alle. Ja, ja, wenn jetzt ein Teil, jetzt, zum Beispiel bei den Meierberg, hier unten hat es ja Draht, wo einfach ständig noch fähig kann kommen, öffentlich, also von jedem Bürger. Ja. Und hier oben war es so, dass sie dann können. Ja, sie haben dann müssen, die Meierberge dienen als Zwischenstufe zwischen Alp und Heimat. Und ein Teil von der Zeit zwischen Alp und Frühling haben dort die Umtüren, eben auf der grossen Fläche, haben die Türen jetzt alle reich und arm Bauern. Und was heisst Draht, weißt du, damit sie alle verstummen? Einfach Weide. Genau, eben, ja. Ja. Da wäre übrigens eben natürlich auch ein Namenbuch hin, gell? Vom Handstricker natürlich, der könnte jetzt alles erklären, oder? Da kann man in kurzer Form haben, mit einem Sammelband oder mit sieben Bänden. Ja. Und was eben gut ist dort, es sieht kompliziert aus, aber es hat natürlich Stichworte. Wenn man das nachschaut, ist es wirklich gut erklärt, das muss man sagen. Also, es lohnt sich immer wieder, um selber mal ein bisschen konsultieren. Also mal, jetzt ich, wo einen Haufen nicht weiss, ich schaue jetzt schon mal etwas nach, also im grossen Band hin. Und das ist gut und einfach erklärt. Ja, ist, ja. Und dann haben sie eben im Sommer
eine gewisse paar Wochen haben sie die Türen höher. Und später nur. Ja, genau. Weil im Herbst sind sie von der Alp wieder eine Zeit lang dorthin gekommen. Ja. Und dann ist ja nachher die, also angefangen hat schon im helvetischen Gesetz, weißt du, dass man es können auslösen. Die Privaten haben das können übernehmen, haben sie keine Drahtlast mehr gehabt. Und das haben sie dann auf ein paar gemacht. Und dann nachher ist da, ist ja dann die Helvetik wieder fertig gewesen. Dann im Kanton St. Gallen hat's dann, ist es dann wieder aktiviert worden. Und dann hat es eine wahnsinnige Krach gegeben unter den Bauern dann. Weil es ist auf einer Seite ist auch begreiflich gewesen, weil dann die Ärmeren, die vielleicht nur eine Kuh hatten oder zwei, haben dann nichts mehr gehabt. Ja, natürlich. Und die einen haben es dann können kaufen. Mhm. Und dort haben sie dann zwei Kommissionen gegründet und die dann müssen neutrale und Auswärtige haben müssen schätzen. Und dann diese Mittel, die sie dann hatten, hat dann gegolten. Und das ewig haben sie es dann können übernehmen. Und dann aber ist ja eine Art, jetzt, ja, finanzieren haben sie ja die wenigsten können. Sie haben dann auch verzeisen müssen, der Mai, der Ortsmai. Ja, es wäre schön, der Ortsmai könnte aber so heute noch brauchen, oder? Bei allen Aufgaben, oder, die man hat. Schon, ja. Ja. Dann haben wir dann mit dem Dres noch ein bisschen besprochen. Wenn sie nicht intensivieren wollen, weil das natürlich jetzt länger schwieriger wird, die ganze Finanzierung, oder von diesen Unterhaltsarbeiten natürlich. Aber ich glaube, es ist einfach sonnenklar, es ist schwierig und auch wegen der Krach, oder? Ja, gibt es heute dort schon mal noch. Ja, das ist ja auch noch gleich. Ja, ja. Da haben sie dann zum Beispiel, haben ja ein paar eben in der Helvetik schon, mit Recht, haben sie das zurückgekauft, ein paar der Meierberg, und haben dann das eingezäunt. Vorher hat es ja keine Zäune oder Mauern. Hat man das stören natürlich, und dann haben sie diesen Holzzeug gemacht. Und dann ist da ein Brief, der belegt ist, wo ein dann am Kanton schreibt, oder an die Helvetik, weil es eben kann sein, auf jeden Fall hat er geschrieben, eben, sie das sei ein Räuber, und der hat es eingezäunt gehabt, und ihm haben sie, die Gegner, haben die Zäune abgerupft und verbrennt. In der Nacht. Ja. Hat er sich eben beklagt. Ja. Und nachher ist ja dann gleich gekommen und ist ja jetzt viel, viel besser so. Ja. Wenn ja. jeder seins hat, wird auch besser geschaut. Ja. Das ist klar. Der Rosshag ist auch ein Spezialfall. Bei diesen Meierberg zum Beispiel weisst du eine Art, bei keinem Meierberg kannst du recht herausfinden, seit wann er dort ist. Die sind einfach Jahrhunderte schon dort. Und dann Rosshag eben wohl. Der ist, dass der Rosshag, wie es schon heisst, dort sind Ross geweidet. Und zwar von meinen Herren steht. Aha. Weißt du, die haben dort die Jungs recht gehabt, zum Ross zu sümmern. Und dort die Jungs, das ist auch schon 1543 belegt. Und es war dann vorher ja schon gesehen, dass es eben der Rosshag ist. Schielen Schwendi, das sah dann wieder aus, als es gerodet worden ist. Da haben sie ja dann viel den Namen gegeben von dem, der gerodet hat. Mhm. Der Schieler. Genau. Schieler hat es gegeben. Genau. Und da war eben Schielen Schwendi, genannt der Rosshag. Steht dann dort. Und dann waren es mehr oder drei Bären dort. Da weiss man nicht ganz genau, welche drei. Einmal sicher der, dort, wo ihr gestanden sind. Ja, ja. Der war sicher. Und dort war dann nur so am Friedhag, zwei Meter hoch. Da weiss ich. Weil der war ja uns, der eben Rosshag. Ah, ja. Also auch unserer Familie. Und dort haben sie eben dann auch die gewisse Zeit können gehen. Die Ross dort weiden und im Sommer durch. Halt.
Und dann haben sie aber auch Vorschriften gehabt, wenn es wieder muss einen Weg, dass der Boden nicht ganz ausgemergelt ist. Und dann ist ein Johann Eckenberger, hat ihn dann ergantet. Und seitdem ist er auch in dieser Verwandtschaft geblieben, bei uns. Ja, der Rosshag ist natürlich auch jetzt, dort man den Turm nachher gemacht, oder? Weißt du, dort mit den Lehrlingen hinten dran, damit man über das Hochmoor schauen kann und so weiter. Das habe ich schon schön gemacht, eigentlich. Ja. Und dort ist dann früher, was ich gut noch weiss, eben ist ein hoher Zaun gewesen. Ja. Dort, wo Strösli jetzt ist. Und das Fee vom Campervieh ist dann bis dort rausgekommen. Aha, was? Ja, dort? Und durch den Beriet hin rumgeknatscht. Ja, ja. Und dann haben sie nachher noch Anfangs Jahrhundert, zuletzt, haben sie, weil da war ja wahnsinnig gesucht, das Holz und Wald. Und wo sie haben können, haben sie Wald gepflanzt und aufgeforstet. Und dann haben sie wollen, dass durch den Beriet hier. Das war ein Projekt, ein Bundesprojekt. Es gibt eine Flugaufnahme sogar, wo sie gepflanzt haben, so Erlen. Reihenweise. Und die sind dann aber alle verrückt. Sie sollen nicht hier in diesem Dorf hin. Ja. Aber dann will es also zu mit dem Dorf und ausnützen. Gut, also, ich habe schon gefilmt dort oben mit den Drohnen. Und dort hat es schon Bauern, die zum Teil Maien denken. Bis nachher, also ein Wassergraben her. Ja, natürlich. Aber das habe ich schon gewollt. Ja, ja. Ja. Weißt du? Weil es ja geschützt ist. Ja, ja, genau. Einmal im Jahr muss er weg. Ja, ja. Wenn es verlandet, dann zu viel. Ja, ja. Immer denkt, ist das nicht noch gefährlich? Nein. Ah, nicht? Nein. Aha, nicht. Weißt du, wie gleich ist auch nicht. Ah, gut, ja. Hast du es dort oben, dem Ross, aber Ross hast du auch nur erlebt, oder? Dort? Nein. Eben, das ist. Nein. Weißt du, wie ist man denn drauf gekommen, so eine Kuh mit Ross? Ja, das ist natürlich auch ein schöner Platz. Ja, ja, schon, aber... Und dort haben sie für den Sommer einfach, weißt du? Ah, so, ja. Wie eine Alpenart. Ja, das begreife ich schon, aber trotzdem sind doch früher auch so ein bisschen, weißt du, hat man gebraucht, zum Transport zu machen und hat es so eingesetzt gehabt. Ja, ja. Aber im Sommer doch auch, weißt du, also, hat man... Ja, am Berg schon nicht. Ah, nicht so? Nein. Ah. Am Berg hat man alles von Hand. Aha. Und auf dem Buckel oder einmal zum Arschthals. Ja. Und dann... Die haben natürlich einfach eben die Ross von den Grafen und die haben jetzt schon müssen sein. Ja. Ja. Und es steht dann auch dort immer an einem Urbar hin, dass sie, wenn es jetzt nicht lange, dass das Gras in die Zeit, wo vorgesehen ist, dann können sie eben ausnahmsweise auch in den Wald rein. Ah, ja. Ich konnte es nicht begreifen. Ich war ja viel im Dorf vergraben, schon immer, obwohl ich zu Fuchs daheim war und dann eben das Kühe für Suali. Und das ist natürlich immer, das hat man immer mit Ross gemacht. Zu Höhe, da ist Wadenrecher und so weiter. Ich habe immer gemeint, Ross sei ein Arbeitstier, oder? Aber in dem Fall, eben, du hast schon recht, die Grafen und die Herren. Darum natürlich, gell? Ja, jetzt ist mir klar, ja. Also da haben sie schon wahnsinnig viel Ross gehabt. Sie haben ja dann noch einen Rossschopf gemacht. Ja. Die Genossenschaft im Campervieh hin, wo dann nur Ross waren. Und die Bauern, die Älpler, waren dann eine Art Gegner von den Ross. Ja, 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 ist logisch. Und dann halt vielleicht wegen einem Weg fressen. Ja, 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 ja. Ja, dann war das eine richtige Pferdearena dort. Gerade ein bisschen. Dort jung? Ja, ja. Ja, wahrscheinlich schon, ja. Meine fehlt Konkurrenz, ein bisschen höher. Nein, nicht, ob sie auch geritten sind. Ja, jetzt wäre es schon so die Umsicht. Ja, ja du hast natürlich, also, eben hast ja wahnsinnig viel erzählt, du heimlich viel recherchiert und so weiter. Ja, du hast ja gesagt, wie du dazugekommen bist, einfach aus Interesse und so weiter. Hast du denn dort schon mal bestimmte Themen, die dich vor allem interessieren? Oder hast du noch mal ein Buch oben? Ah, nicht? Nein, Themen schon, aber selbst ist natürlich heute schön mit dem Computer. Ja. Kannst du schön geordnet haben, kannst da wo, Themen, wo die dann gerade... Das ist wirklich so unglaublich schön. Kannst hingehen und besuchen, dann kommt es. Und ja, muss es natürlich einmal einordnen, aber dann hast du es nachher. Ich denke, manchmal brutal wäre es, wenn jetzt einmal mehr als absteigte. Gut, da vom Archiv habe ich schon...
haben ja. wir auch doppelt, weißt du. Ja, natürlich. Ja. Aber sonst so dieses Zeug ist dann, wäre dann weg. Aber so ein Buch, mein Grabs oder so irgendetwas? Ja, jetzt hat es nur Bücher. Aber jetzt hat er dies hat ein gutes rausgegeben. Und ich denke, jetzt lange. Ja, gut, weiss nicht. Also, ich meine, du bist ja lange, lange Zeit bist du Ortsarchivar gewesen mit Herzblut und so weiter, oder? Und ja, eben eigentlich aus Interesse und nicht wegen Geld. Also, ja, hast du hast ja mehr drauf gezahlt, wenn du das überkommen hast. Ja. Am Anfang zuerst recht eher nur Skeptiker gegangen. Ja, ja. Weißt, also, ja. Das. Also ich finde es schade, dass du nicht das auch noch mal auf Papier bringst. Wir haben jetzt so zwei Teile, wir haben mal ein bisschen im Ortsarchiv und jetzt hier. Aber du weißt nicht, auch ungeheuer viel. Und es ist wirklich einfach interessant. Weißt, und der Blick zurück schärft auch ein bisschen den Blick in die Gegenwart, ja, eben, oder? Das meine ich auch. Ich tue vor allem selbst gerne. Ja. Zurückschauen und vergleichen mit heute in vielen, vielen Sachen. Ja. Aber es ist ja normal, dass die Zeit ändert. Ja, aber manchmal wäre ein Blick zurück und ein bisschen besser fokussieren. Weißt du, so ein bisschen. Weißt du, wieder ein bisschen ordnen. Weil, und dann fokussieren, dann könnte man noch besser realisieren, habe ich das Gefühl. Gerade auf die Schule bezogen. Weißt, manchmal wäre weniger, einfach mehr. Weißt du, so ein bisschen. Eben, ja. Denke ich auch manchmal, weißt du, wie jetzt in dem Marek Fitsch, was der dann auch geleistet hat. Genau. Als Pionier an der Schule. Ja. Wo ja jetzt heute, also schon wir haben nie ein Wort von dem gehört in der Schule. Ja. Ja. Und die Lehrer sind dann eben ohne die Einheimisch, da die meisten. Ja. Und dann war das nie mehr ein Thema gewesen. Ja, eben. Google weiss alles, aber der sieht man dann nicht. Ja. Das ist es so ein bisschen. Ja, Lugat, auf jeden Fall vielen Dank, gell, dass du das hier gemacht hast. Und wir hoffen natürlich, wir dürfen dich wieder einmal belästigen. Und vor allem, ja, ich würde es schon noch wünschen und hoffen, man könnte mal noch motivieren, zum Beispiel so schriftlich und bebildert wiederzugehen. Kommt dann auch alle auf Gesundheit drauf an. Ja.